Hallo meine lieben Ananasse und willkommen zurück bei Sweet Amoris Campus Leben, Episode 19. Rückblick. Wir haben einen wunderschönen Morgen bzw. ja, frühen Nachmittag mit Castiel verbracht und sind jetzt auf zu unserem letzten Arbeitstag im Cozy Bear Café und sind direkt auf Pia gestoßen. Mal schauen, was sie zu erzählen hat. Hey. Oh, hey Pia, bist du hier, um einen Kaffee zu trinken? Das trifft sich gut, meine Schicht fängt in ein paar Minuten an. Nein, ehrlich gesagt bin ich nur zufällig vorbeigekommen. Ich war gerade bei meiner zukünftigen Anwaltskanzlei. Bei deiner zukünftigen Anwaltskanzlei? Warte mal, ist das die, von der du erzählt hast? Die vor allem die Rechte von Frauen verteidigt? Die Kanzlei deiner Träume? Ja, genau die. Ich bin dort zwar erstmal nur Praktikantin, aber sie haben mich genommen. Das ist großartig, Pia. Vorausgesetzt natürlich, ich habe eine gute Note in der Abschlussprüfung. Oh, ich habe nicht den kleinsten Zweifel daran, dass du die haben wirst, Pia. Das ist wirklich großartig. Das ist genial. Ich freue mich echt für dich. Bei mir ist dagegen noch kein Praktikum für diesen Sommer in Sicht. Oder? Da bin ich mir ganz sicher, du hast schließlich hart dafür gearbeitet. Oder? Ich freue mich wirklich für dich. Aber wie du schon sagtest, wir sollten lieber die Ergebnisse der Prüfung abwarten, bevor wir das feiern. Oh nein, oh nein, 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 nein. Ich werde jetzt garantiert nichts sagen, was suggeriert, dass sie es nicht schaffen würde, denn das tut sie auf jeden Fall. Da bin ich fest von überzeugt. Deswegen. Nee, ich freue mich jetzt einfach für sie, ohne zu jammern, dass ich nichts habe. Danke, Wuli, auf deine positive Einstellung ist wirklich immer Verlass. Natürlich, und außerdem kenne ich dich zu gut. Dir gelingt einfach alles, was du anfängst. Ich wünschte, es wäre so. Es ist so, du bist eine Kämpferin, Pia. Es ist kein Wunder, dass die Kanzlei dich will. Danke, was du sagst, rührt mich wirklich. Ach, Pia, das ist einfach richtig cool. Bleibst du auf dem Kaffee? Ich senkte die Stimme und hielt nach Katja Ausschau, die im Innern des Cafés sein musste. Ich sollte lieber nicht zu spät kommen. Du hast recht, ich werde das schöne Wetter heute Morgen nutzen. Ich setze mich hier auf die Terrasse und sehe mal in die Karte. Ich komme in ein paar Minuten, um deine Bestellung aufzunehmen. Fröhlich betrat ich das Café. Ich ging sofort hinter die Theke, um sicherzugehen, dass die Kaffeemaschine einsatzbereit war. Gute Idee, glaube ich. Ich fühlte mich hier mittlerweile ein bisschen wie zu Hause. Ich wusste, wo alles hingehörte und öffnete die Schubladen beinahe mit geschlossenen Augen. Oh, da bist du ja schon. Ja? Was soll denn dieser Gesichtsausdruck? Bist du etwa krank? Nein, ich bin einfach nur gut gelaunt. Wieso denkt sie, wir wären krank, wenn wir fröhlich sind? Obwohl, das ist wahrscheinlich einfach nur mal wieder typisch Katja. Ich hasse Leute, die morgens schon gut gelaunt sind. Denen kann man nicht trauen. Okay. Und wo ist deine Schürze? Wie oft muss ich dir das denn sagen? Kommt dieser Dialog auch, wenn man die Klamotten vorher schon anhatte? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo die Schürze ist. Ist die bei den Kleidern? Ich habe die nämlich noch nie freiwillig angelegt. Oder bei den T-Shirts? Nee, müsste eigentlich bei den Jacken sein, oder? Ja, Arbeitsklamotten, wo seid ihr? Na, bei der Unterwäsche wird es wohl kaum sein. Ah, die Mütze kann ich zumindest schon mal aufsetzen. Die wiederum mit diesen Haaren absolut nicht toll aussieht. Ja, genau so soll es aussehen. Ja, nehmen wir mal die Haare. Aber da passt die Spange nicht zu. Ich muss die Spange wegmachen. So. Kann mir jetzt mal jemand verraten, wo ich diese Scheißschürze finde? Bin ich schon wieder blind?
Ich suche nach was Braunem. Ich weiß, dass die ganz, ganz sicher braun ist. Also da ist sie nicht bei. Da auch nicht. Da auch nicht. Und da auch nicht. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Und da nicht. Mehr Oberteile habe ich nicht. WTF? Wurde uns die weggenommen, damit sie das auf jeden Fall sagt? Oh, ich habe es nicht gespeichert. Ach, egal. Ich binde sie mir sofort um. Oder... ich habe das Café doch gerade erst betreten, Katja. Ich hatte noch keine Zeit, mir die Schürze umzubinden. Ach komm, ich binde sie für mir sofort um. Oh je, die hat heute eine Laune. Ich ging eilig zu meinem Spind, um meine Sachen wegzuräumen. Kopf hoch, Wuli, nur noch einen Tag, das schaffst du schon. Ja. Ziehen wir es mal an. Ach komm, ist auch egal, dann sehen wir halt so aus, wie wir aussehen. Als ich meine Tasche wegräumte, bemerkte ich, dass die Küche auffällig leer war. Die meisten Zutaten waren verschwunden. Es war nur noch das Nötigste da. Okay. Auf der Terrasse sitzen schon Gäste. Ich werde zuerst die Bestellungen aufnehmen. Nein, darum kümmere ich mich. Du kannst so lange die Kaffeemaschine sauber machen. Sie ist dringend nötig. Sie wirklich? Aber ich habe sie doch erst letzte Woche mit Jon gereinigt. Eigentlich müsste sie sauber sein. Das ist sie aber nicht. Mit diesen Worten griff Katja nach Notizblock und Stift und ging entschlossen nach draußen. Okay. Wir haben wohl einen schlechten Tag erwischt. Ich sah durchs Fenster zu Pia hinaus. Unsere Blicke kreuzten sich und ich zuckte mit den Schultern, um ihr zu verstehen zu geben, dass ich keine andere Wahl hatte. Hatte Katja sich etwas vorgenommen? Also hatte Katja sich etwa vorgenommen, mich an meinem letzten Arbeitstag nochmal richtig zu quälen? Wenn es so wäre, wäre das ziemlich ungerecht. Das würde ich mir auf keinen Fall gefallen lassen. Aber es wäre auch nicht das erste Mal, dass sich Katja mir gegenüber unfair verhält. Dabei war sie in letzter Zeit eigentlich netter gewesen. Ich hatte auf einen ruhigen letzten Arbeitstag gehofft. Ich begann damit, mich um die Kaffeemaschine zu kümmern. Aber es gab nicht viel zu tun. Sie war eigentlich schon sauber. Katja lief währenddessen ununterbrochen zwischen Terrasse und Theke hin und her und bediente die Gäste. Ihr Gesicht zeigte keinerlei Regung und sie ignorierte mich völlig. Ich machte mich daran, den gesamten Innenraum des Cafés auf Hochglanz zu bringen. Ich räumte schließlich sogar noch die Schubladen auf. Alles in Ordnung? Autsch! Ich hatte mich bei Pias Auftauchen, nicht mit Pias Auftauchen gerechnet und hob überrascht den Kopf. Dabei stieß ich mit dem Hinterkopf gegen die Theke. Oh, entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Ach, nein, keine Sorge, ich war einfach nur in Gedanken. Pia kam hinter die Theke und half mir, mich aufzurichten. Tut mir leid, dass ich dich nicht bedient habe. Das hätte ich gern gemacht, aber ich musste mich stattdessen hier drinnen um die Kaffeemaschine kümmern. Sag mal, deine Chefin scheint ja heute ganz besonders gute Laune zu haben. Ach, ist dir das auch aufgefallen? Meinst du, du überstehst den Tag heute? Ja. Und außerdem, ich sag mir immer wieder, dass es heute mein letzter Tag hier ist. Das hilft. Okay, aber das ist trotzdem kein Grund dafür, dich so mies zu behandeln. Ja, da kann ich dir nur recht geben, Pia. Aber das scheint ihr einfach mal gelinde gesagt ziemlich egal zu sein, ne? Ja, ich hoffe einfach, dass der Tag heute so schnell wie möglich vorbeigeht und danach setze ich nie wieder einen Fuß in dieses Café. Oder wenn sie jetzt so weit geht, sage ich schon was. Mach dir um mich keine Sorgen. Ja, ich würde sagen, ich hoffe einfach, dass der Tag so schnell wie möglich vorbeigeht. Aber nichts rechtfertigt, dass sie sich dir gegenüber so verhält. Du machst dir umsonst Sorgen. Ich habe mich mittlerweile an Katja gewöhnt. Und genau das macht mir Sorgen. Du verharmlost ihr Verhalten, obwohl das alles andere als normal ist. Es wird schon gehen. Ich verspreche es dir. Okay, ich gehe da mal wieder. Ich will noch ein bisschen mein Zimmer aufräumen, bevor ich es dann endgültig leer räume. Okay, wir sehen uns. Ich sollte auch langsam mal mit dem Aufräumen anfangen und meine Sachen ausmisten.
Ja, wir sehen uns spätestens, wenn die Prüfungsergebnisse bekannt gegeben und die Diplome überreicht werden. Ja, aber dazu muss ich dieses Diplom erstmal bekommen. Ach, red keinen Unsinn. Pia gab mir einen freundschaftlichen Stoß in die Seite. Oh Leute, meine Seite tut mir so extrem weh, ne? Ich habe vorgestern Kuchen gebacken, den hatte ich gestern mit bei der Arbeit auf so einem Backblech, also Blechkuchen. Und ich hatte das Blech so in meine Seite gestützt und auf der anderen Seite halt festgehalten und bin mit der anderen Seite voll gegen so eine Stahltür gerammt irgendwie. Und dann, oh, habe ich mir dieses Blech voll in die Rippen gehauen. Es tut immer noch voll weh. Aber ich habe stabile Knochen, also wird schon nichts gebrochen sein, auch wenn es weh tut. Naja, ich weiß genau, dass du es bekommst. Da bist du sehr positiv, Pia. Dir noch einen schönen Tag und halt durch. Lass dir nichts gefallen. Ja, ich versprech's. Bis bald. Mit ihrer Tasche über der Schulter verließ Pia das Café. Im selben Moment kam Katja zurück ins Café. Sie sah mich fragend an, sagte aber nichts. Bist du mit der Kaffeemaschine fertig? Ja, damit bin ich schon länger fertig. Ich habe außerdem das Waschbecken gescheuert, die Theke geputzt, den Schrank mit den Küchengeräten aufgeräumt und alle Gläser sind. Schon gut, übertreib es nicht. Niemand mag Angeber. Ich hab doch einfach nur auf die Frage. Schon gut, mach einfacher weiter. Ich legte den Lappen auf die Theke. Die Geste fiel ein bisschen energischer aus, als ich es gewollt hatte. Na, wahrscheinlich legten wir den Lappen nicht auf die Theke, sondern schmissen ihn auf die Theke. Was ist eigentlich das Problem, Katja? Seit ich heute das Café betreten habe, sind sie unerträglich. Was habe ich denn gemacht? Oder, ich meine, ich. Stimmt etwas nicht? Ich habe den Eindruck, sie sind heute mit dem falschen Fuß aufgestanden. Nein, ich bin definitiv für A, auch wenn es ins Negative geht. Oh ja, minus 20. Perfekt. Großartig. Wie kannst du es wagen, in diesem Ton mit mir zu reden? Ich erinnere dich daran, dass ich hier deine Vorgesetzte bin. Ich kann dich jederzeit. Was? Mich feuern? An meinem letzten Arbeitstag? Das will ich sehen. Katja setzte sich auf einen Stuhl und stützte den Kopf in die Hand. Ich näherte mich ihr, hielt aber vorsichtshalber weiter einen Meter Abstand. Alles in Ordnung, Katja? Ich weiß, dass heute dein letzter Tag ist und ich sehe auch, dass dich das freut. Dass mich das. Und jetzt behaupte nicht das Gegenteil. Du bist froh, endlich von hier wegzukommen. Ja, also. Ich zog einen Stuhl zu mir heran und setzte mich ihr gegenüber hin. Ich habe hier schöne Momente verbracht. Und auch weniger schöne. Wegen mir, nehme ich an. Ich würde gern was anderes sagen, aber. Ja, manchmal sind sie ungerecht zu mir, Katja. Und ich weiß wirklich nicht warum. Seit ich hier arbeite, bemühe ich mich, alles richtig zu machen, aber ich habe das Gefühl. Es ist einfach nie genug. Es ist nur. Ach, zu kleine. Du machst deine Arbeit gut. Du machst sie wirklich gut. Aber dir fehlt das nötige Selbstvertrauen. Und deshalb bist du manchmal unsicher. Ich weiß, dass ich unfair war. Ich kann nicht glauben, dass sie es selbst zugibt. Und warum? Weil ich dachte, dass dir das hilft, erwachsener zu werden. Das hat mich aber eher entmutigt. Ich werde darüber nachdenken. Mir blieb vor Verwunderung der Mund offen stehen. Sollte es tatsächlich möglich sein, Katja zur Vernunft zu bringen? Kannst du die Bestellungen der neuen Gäste aufnehmen? Bitte. Sie ist rot. Haben wir Katja in der ganzen Zeit jemals schon mal rot gesehen, Leute? Ja, kein Problem. Wenn sie schon mal so nett fragte, ließ ich mich nicht lange bitten. Ich wollte sie nicht in ihrem Anflug von Freundlichkeit bremsen. Ich nahm den Notizblock und den Stift und ging eilig nach draußen. Und wer sitzt da draußen? Ich weiß nicht mehr, was ich von Katja halten soll. Im Moment ändert sich ihre Laune von einer Sekunde auf die andere. Vielleicht ist sie schwanger. Es ist ziemlich verwirrend und schwer zu verstehen. Hey, darf ich mich setzen? Oh, Rosa. Ja, klar. Ich umarmte Rosa zur Begrüßung. Setz dich hin, wo du möchtest.
Ich nahm schnell die Bestellung der anderen Gäste auf und räumte einen Tisch ab, bevor ich wieder zu ihr zurückkam. Was kann ich dir bringen? Oh, irgendwas Kaltes und Süßes. Es ist heute wirklich heiß. Vielleicht eine Limo mit Pfirsichsirup? Perfekt! Bringe ich dir sofort. Ich muss mich in der Küche um die Abrechnung kümmern. Kannst du dich so lange allein um die Gäste kümmern? Bitte? Hängt sie jetzt hinter jedem Satz ein Bitte? Ja, natürlich, kein Problem. Ja, natürlich, kein Problem. Sie verschwand in der Küche und ich bereitete so lange die verschiedenen Bestellungen vor. Bedien die Gäste, okay. Ich servierte die Getränke und ging als letztes zu Rosa. Alles in Ordnung? Oh, ja, es ist nur Katja. Sie ist komisch wie immer. Heute ist mein letzter Tag hier und erst war sie tyrannisch und dann plötzlich übertrieben freundlich. Ich komme da echt nicht mehr ganz mit. Wirklich? Umso besser, dass du sie jetzt bald los bist. Es schien nicht immer einfach mit ihr zu sein. Ja, das kannst du laut sagen. Ich bin froh, dich zu sehen. Das letzte Mal haben wir uns auf der Party getroffen. Oh, ja. Ich war in letzter Zeit nicht viel draußen unterwegs. Ja, wie es scheint, warst du in ganz guter Gesellschaft. Ich musste lachen. Rosa und ich hatten in der letzten Woche telefoniert und uns von unseren neuesten Erlebnissen erzählt. Ich hatte ihr von der Sache mit Nate und Amber berichtet und auch von den ersten Tagen dieser Woche zu zweit. Es war so, oh, Rosa, das war die schönste Woche in meinem ganzen Leben. Und ich möchte nicht, dass das aufhört. Verbringt ihr auch das Wochenende zusammen? Ja, wir sehen uns heute Abend. Das ist das letzte Wochenende, bevor wir die Prüfungsergebnisse bekommen. Und danach geht er auf Tour. Was? Direkt nach der Diplomvergabe? Ich weiß nicht, wann genau, aber ja, sicher kurz danach. Und wie lange ist er dann unterwegs? Sie spielen diesen Sommer über auf verschiedenen Festivals und. Oh, das geht ja noch. Da könntest du doch fast. Aber es könnte gut sein, dass sie danach direkt auf Welttournee gehen. Vielleicht für ein Jahr. Oder auch länger. Oh. Sie wollte garantiert hundertprozentig vorschlagen, dass wir ja dann auch mitkommen könnten. Ja, was soll man da sagen, ne? Wir könnten ja auch auf Welttournee mitkommen. Habt ihr schon drüber geredet? Genau, das ist das Problem. Wir haben das Thema bisher beide nicht angesprochen. Wahrscheinlich aus Angst, damit die Stimmung zu verderben. Aber das macht mir Sorgen. Gut, wenn ihr euch heute Abend seht, könnt ihr vielleicht dann über das Thema sprechen. Ich wollte für heute Abend irgendwas Ungewöhnliches vorbereiten. Aber ich weiß noch nicht was. Der Abend soll was Besonderes werden. Zerbrich dir nicht zu sehr den Kopf. Es ist doch schon toll, dass ihr den Abend zusammen verbringen könnt. Ja, da hast du zwar recht, aber du musst dir nicht, wer weiß, was einfallen lassen, damit ihr einen schönen Abend habt. Ich weiß, aber ehrlich gesagt habe ich schon eine Idee. Ich habe bloß Angst, sie könnte ihm nicht gefallen. Eine Idee? Ich bin echt super froh, dass wir mit Rosa mal über unsere Probleme sprechen. Vielleicht werde ich es schaffen, ihn auf seiner Tour zu besuchen. Zumindest bei einigen seiner Konzerte. Aber ich kann kein ganzes Jahr mit ihm rumreisen. Wieso nicht? Ja. Und ich will nicht, dass er mich vergisst. Und er soll sich nicht allein fühlen. Wie jetzt? Hä? Er soll sich nicht allein fühlen? Er hat sich doch allein gefühlt, seit Demon nicht mehr da ist. Allein? Er ist doch nicht allein. Warum sollte er sich da so fühlen? Glaub mir, ich kenne ihn. Er redet nicht viel über seine Gefühle, aber ich weiß, dass das Alleinsein schwer für ihn ist. Ich hatte eine etwas verrückte Idee. Bitte was? Ich möchte ihm gern einen Hund schenken.
Oh, okay. Ich glaube, ohne das abzusprechen, ist eine ganz blöde Idee. Aber eigentlich auch süß. Ah, schon okay. Wow, das ist eine Entscheidung, die der Hundehalter normalerweise selbst treffen muss. Da kannst du ihn nicht zu zwingen. Ich weiß, aber ich bin davon überzeugt, dass er das im Grunde auch möchte. Er hat nur keine Zeit, sich darum zu kümmern. Und das alles lässt ihn wieder an die Trauer um Demon denken. Es ist ein bisschen kompliziert, aber ich habe eine Idee. Falls du mir jetzt sagen willst, ich sollte stattdessen lieber einen Goldfisch kaufen, dann der Rocker mit dem Goldfisch. Eigentlich keine schlechte Idee. Aber nein. Du könntest doch versuchen, dich in ein Tierasyl zu wenden. Ein Tierasyl? Ja, dorthin können sich Leute wenden, die einen Hund aufnehmen möchten. Manchmal gibt es dort auch die Möglichkeit, den Hund erstmal für eine kurze Zeit zu sich zu nehmen, um zu sehen, wie man mit ihm auskommt. Und wie läuft das genau? Bevor man tatsächlich einen Hund aufnehmen kann, sehen Sie sich erstmal deine Unterlagen an, um sicherzugehen, dass dir bewusst ist, was so eine Aufnahme bedeutet. Und dann kommt es darauf an, ob der Hund sich gut an seine neue Umgebung gewöhnt und sich dort einlebt und ob die Probezeit positiv verläuft. Und du meinst, ich könnte das versuchen? Ein Hund für ein paar Tage aufnehmen? So könnte Castiel sehen, ob ihm das gefällt und ob die Verantwortung nicht zu groß für ihn ist. Ach, das ist eine wunderbare Idee, Rosa. Nicht so schnell. Ich bin nicht sicher, ob sich sowas schon im Laufe der nächsten Woche organisieren lässt. Normalerweise dauert das alles länger. Das wäre natürlich schlecht. Meine Schicht hier ist erst am späten Nachmittag zu Ende. Dann ist es vielleicht schon zu spät, um dort nachzufragen. Ich habe heute nichts vor. Ich könnte dort anrufen und mich erkundigen. Wirklich? Würdest du das tun? Es gibt nichts Süßeres als Hunde. Ich mache das nur, wenn du mir versprichst, dass ich dich dann auch begleiten darf, um ihn abzuholen. Machst du Witze? Natürlich, danke. Vor Überraschung und Begeisterung drückte ich Rosa einen Kuss auf die Wange. Los, jetzt kümmere dich um die anderen Gäste. Ich stelle so lange mal ein paar Nachforschungen im Internet an. Danke, Rosa. Ich bediente die anderen Gäste. Ich lief ein paar Mal zwischen der Terrasse und dem Innern des Cafés hin und her. Katja schien immer noch in der Küche zu sein. Gefunden! Was? Es gibt ein Tierasyl am Stadtrand, nicht weit von hier, und sie haben dort einen Hund für dich. Und du müsstest bei deinem Besuch ein paar Papiere mitbringen. Und gegebenenfalls überlassen sie dir den Hund erstmal probeweise für 3 Tage. Und nach diesen 3 Tagen kommen sie dann bei dir, naja, beziehungsweise bei Castiel vorbei, um sicherzugehen, dass die Umgebung für den Hund angemessen ist und er sich dort gut einlebt. Oh, und was? Was passiert, wenn wir dann Nein sagen, wenn Castiel den Hund doch nicht will? Genau, das ist auch der Sinn des Ganzen. Damit soll sichergestellt werden, dass der Hund und das Herrchen mit der Aufnahme einverstanden sind. Und wenn ihr nach 3 Tagen merkt, dass es nicht funktioniert, habt ihr das Recht, die Aufnahme abzulehnen. Genau dazu dient diese Probezeit ja. Aber wann wäre das denn? Muss ich ihn abholen gehen? Sie erwarten uns heute Abend gegen 20:30 Uhr. Wirklich? Oh mein Gott, danke, Rosa. Gern geschehen. Das Ganze hat mir auch selbst Spaß gemacht. Ich habe bei meiner Suche lauter niedliche Hunde gefunden, die ihn zu Hause suchen. Ich musste mich regelrecht zurückhalten, um nicht auch für mich dort anzurufen und einen aufzunehmen. Das kann ich mir vorstellen. Und außerdem war Ihnen Castiels Name nicht unbekannt. Ich glaube, das hat geholfen. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass er schon einen Hund hatte und sich mit Tieren auskennt. Ich glaube, das war auch von Vorteil. Wirklich genial. Beim Gedanken daran, ihn zu überraschen, war ich plötzlich ganz aufgeregt. Gleichzeitig hatte ich Angst, dass es vielleicht doch keine so gute Idee gewesen war. Ich war mir nicht sicher, was ich davon halten sollte. Aber Rosa hatte gesagt, wir hätten eine Art Probezeit. Wir würden sehen. Dann gehen wir heute Abend also dorthin? Ich muss jetzt los, weil ich noch ein paar Dinge zu erledigen habe. Aber ja, wir können uns am späten Nachmittag vor der Uni treffen, wenn dir das passt. Okay, ich werde da sein. Ich räumte die frei gewordenen Tische ab und sah auf die Uhr. Meine Schicht war bald vorbei. Ich sollte Katja Bescheid sagen. Es wurde Zeit, meine Schürze zurückzugeben. Wie jetzt? Dürfen wir die nicht behalten?
Ich räumte die letzten Gläser von meinem Tablett. Es war schon ein seltsames Gefühl. Ich hatte ein ganzes Jahr hier gearbeitet und vielleicht hatte ich hier insgesamt sogar mehr Zeit verbracht als in meinem Wohnheimzimmer. Eigentlich war ich doch ganz gern hier gewesen und es war gar nicht so schlecht gelaufen nach den anfänglichen Schwierigkeiten. Ich begegnete hier jeden Tag neuen Leuten oder sah meine Freunde wieder. Ich näherte mich der Küchentür. Ich wusste, dass Katja bei der Abrechnung nicht gestört werden wollte, aber ich musste unbedingt diese verdammte Schürze zurückgeben. Hey. Oh, hallo. Arbeitest du heute doch? Ich dachte, du. Ach, ich wollte noch die Bescheinigung über das Ende meines Arbeitsvertrags abholen. Ist Katja gar nicht da? Doch, sie macht in der Küche die Abrechnung. Ich wollte ihr auch gerade Bescheid sagen, dass meine Schicht jetzt zu Ende ist. Oh, stimmt. Heute ist ja dein letzter Tag hier. Kaum zu glauben, oder? Nach allem, was wir beide hier erlebt haben? Oder ich bin glücklich, diesen Studentenjob endlich los zu sein. Oder dieser Ort wird mir beinahe fehlen. Ich bin tatsächlich schon fast für A oder für C. Ja, ich weiß nicht so recht, aber nach allem, was wir hier erlebt haben. Ja, ich sag jetzt A. Kaum zu glauben, oder? Nach allem, was wir beide hier erlebt haben. Oh, es war positiv, sehr schön. Ich behalte das alles hier in guter Erinnerung. Ich auch. Gut, ich würde mal klopfen gehen. Bin gleich wieder da. Okay, bis gleich. Ich hoffe für dich, sie ist gut gelaunt. Warum? War das heute nicht der Fall? Sagen wir so, am Anfang war es heute ein bisschen schwierig, bis ich ihr die Meinung gesagt habe. Da war sie innerhalb weniger Sekunden plötzlich ganz freundlich. An meinem letzten Tag war das so ähnlich. Hat er schon aufgehört? Okay. Okay. Gut, ich gehe dann mal rein. Ich wartete geduldig darauf, dass John die Küche wieder verließ und behielt währenddessen die Terrasse im Auge. Es waren in der Zwischenzeit keine neuen Gäste gekommen. So, das hätten wir. Sie hat kaum ein Wort mit mir gewechselt. Das ist ungewöhnlich. Ich habe ihr ausgerichtet, dass du vor der Tür wartest, um deine Schürze zurückzugeben. Sie kommt sicher gleich. Okay, danke, Jan. Gut, ich gehe dann mal wieder. Und übrigens, danke nochmal, dass du mir am letzten Wochenende beim Aufräumen geholfen hast. Die Party hätte eigentlich nicht solche Ausmaße annehmen sollen. Mach dir keine Sorgen, war doch eine tolle Party. Deinen Eltern scheint es auch gefallen zu haben. Sie haben auf der Tanzfläche wirklich alles gegeben. Oh je, erinnere mich bitte nicht daran. Bis bald. Ich wartete noch ein paar Minuten darauf, dass Katja aus der Küche kam, während ich nervös an den Fingernägeln kaute. Schließlich hielt ich es nicht länger aus. Ich öffnete die Küchentür. Ey, warte, ich komme schon. Ich wollte nur. Du wolltest mich holen, ich weiß. Deine Schicht ist zu Ende und wie ich sehe, kannst du es kaum erwarten, das Weite zu suchen. Nein, das stimmt nicht. Naja, das heißt doch, meine Schicht ist jetzt vorbei. Aber ich will nicht das Weite suchen. Katja ließ sich auf einen der Stühle im Café sinken und legte einen Stapel Papiere vor sich auf den Tisch. Hier, das sind alle Papiere, die du brauchst und auch die Bescheinigung. Du kannst das alles nehmen und dich damit endgültig davon machen. Okay, danke, dass Sie sich darum gekümmert haben. Ich zog meine Schürze aus und reichte sie Katja. Ach, die kannst du behalten. Oh, ja, also ich weiß gar nicht, ob ich sie für irgendwas gebrauche. Als Erinnerung, behalt sie. Etwas ungeschickt stopfte ich die Schürze in meine Tasche. Ja, also, danke. Plötzlich stand Katja auf und drückte mich an sich. Ich stand unter Schock. Mit so einer Geste hatte ich nicht gerechnet. Oh Gott, wie traurig sie guckt. Katja, weißt du, dass du Potenzial hast? Du hast sogar sehr viel Potenzial. Okay.
Oh Gottchen. Das ist sehr nett. Danke, Katja. Aber bring mich jetzt nicht zum Weinen. Du lässt dir nichts gefallen und sowas macht eine echte Chefin aus. Du wirst sie sicher noch zu was bringen, Kleine. Da bin ich mir sicher. Und ich bin froh, dass ich dich eingestellt habe. Es beruhigt mich zu wissen, dass es noch junge Leute mit solchem Potenzial gibt. Es ist wie Balsam für meine Seele. Oh, ich weiß nicht wirklich, was ich sagen soll. Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass sie mich nicht besonders mögen. Ich bin überrascht, dass. Du weißt doch, was sich liebt, es neckt sich. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles Gute. Danke, Katja. Nun ließ sie mich endlich los und ich konnte meine Arme wieder bewegen, die von ihrer festen Umarmung beinahe schmerzten. Los und jetzt verschwinde. Abschiede sind nicht wirklich mein Ding. Oh, okay. Bis bald. Ich betrachtete noch einmal den Innenraum des Cafés und seufzte. Plötzlich war ich beinahe ein bisschen nostalgisch. Ein Kapitel in meinem Leben ging zu Ende. Katja warf einen Blick nach draußen. Was ist denn da los? Das sieht nach Arbeit aus. Mehrere größere Gruppen von Schülern hatten sich auf der Terrasse an die Tische gesetzt. Sind Sie sicher, dass Sie das allein schaffen? Jetzt geh schon, bevor ich mir noch anders überlege. Ach, okay. Auf Wiedersehen, Katja. Ich ließ mich nicht lange bitten und verließ mit einem Lächeln auf den Lippen das Café. Tatsächlich hatte sich die ganze Terrasse des Cafés mit Jugendlichen gefüllt. Ich erkannte ein paar von ihnen. Sie waren schon mit Nina hier gewesen. Ich erinnerte mich noch gut daran, weil an dem Tag Castiel bei mir gewesen war. Okay, ich denke, damit schließen wir auch dieses Kapitel ab. Unser letzter Arbeitstag im Cozy Bear Café. Ciao, ciao, meine lieben Ananäschen, und bis morgen, wenn wir mal schauen, was für ein nächstes Kapitel hier abgeschlossen wird. Ciao.